Gut, Shalom Aleichem, liebe Schüler. Heute sprechen wir über ein besonderes Thema. Dieses Thema ist auch relevant und aktuell. Es geht über Para Aduma. Para Aduma bedeutet das Gesetz von die rote Kuh. Unser Jahresthema ist Bet HaMikdash HaSheni. Und wir wissen, in Bet HaMikdash HaSheni, es war 8 rote Kuh. 8 Parot Adumot. 8 rote Kuh. Das erste rote Kuh war von Moshe Rabbeinu, von Moshe bis dem Zerstörung das erste Bet HaMikdash. Und beim zweiten Bet HaMikdash hat man noch 8 rote Kuh gemacht. Und die 10. rote Kuh wird sein, wenn Moschiach wird kommen. Und deshalb, weil unser Jahresthema ist Bet HaMikdash HaSheni, wir brauchen heute zu erklären, was bedeutet Para Aduma. Para heißt Kuh. Aduma heißt Adom. Das ist Tomate. Stimmt's? Sie ist rot. Das ist eine Paprika. Sie ist rot. Aber da stellt sich 3 Fragen, wollen wir heute wissen. 1. Was bedeutet Chukat? Was bedeutet Gesetz? Chok? Was bedeutet Para? Welche Kuh? 1 Jahr, 2 Jahre, aus Amerika, aus Texas, aus Kambodscha. Und was heißt Aduma? Wenn ihr guckt in eure Grafik, es gibt bei Rot 18 verschiedene Farben. Von tief Rotwein Bordeaux bis fast hell braun. Also das ist sehr vielfältig. Reut hat sehr viele Farben. Die Mädelach in die Klasse, wer macht von euch schon Lack auf die Nägelach? Wer macht schon Lack auf die Nägelach? Darf ihr schon oder noch nicht? Man macht, Mädelach machen noch ja. Die Fingernägel ja. Lack. Ja. Ihr macht schon oder noch nicht? Ja. Ihr macht welche Farbe? Es kommt drauf an, es ist immer anders. Ja. Es gibt eine Mode, stimmt? Und was passiert, wenn ein Mädel kommt zu die Lackierte und sie sagt, mach mir bitte rote Farbe? Was heißt rote Farbe? Was versteht ihr unter dem Wort rot, Adom? Also, hier ist ein Kinderbuch. Ich zeige euch, wenn man will Kinder erzählen über die rote Kuh, zeigt man die Kinder eine rote Kuh. Weil Kinder verstehen nicht das Wort rot und man erklärt, das ist braun. Seht ihr, das ist ein Kinderbuch für 4-5-Jährige über Para Aduma. Und hier sieht man eine rote Kuh, rot. Rot wie Wein, rot wie... Ja. Rose, nein, Rose ist schon Bordeaux. Gut. Und wenn die Kinder wachsen schon und man will die Kinder erzählen über die rote Kuh, dann zeigt man schon so eine braune Kuh. Und darüber will ich mit euch heute reden. 1. Was bedeutet Chok? 2. Was bedeutet Para? Und 3, was bedeutet Aduma? Wir haben begonnen, dass Moshe Rabbeinu im 4. Buch Moshe in Parashat Chukat sagt, ihr sollt nehmen rote Kuh mit Elazar HaKohen, der Oberpriester, der Kohen Gadol, und soll man sie schlachten, und soll man nehmen die Kuh in Har HaZeitim, neben die Har HaBayit, neben dem Bet HaMikdash, gibt es einen Olivenberg, und dort soll der Kohen schächten dem rote Kuh. Und die ganze Asche, was bleibt komplett von der rote Kuh,
soll man legen in einen Krug, in eine Dose, in drei Dosen. Eine Dose legen in Bet HaMikdash, zweite Dose in die Lager von die Kohanim und dritte Dose bei der Kohen Gadol, wo niemand weiß. Das heißt, es gibt drei Krug von Asche von Paraduma, von der Rote Kuh. Nun, was macht man noch dazu? Bringt man Zardebaum, Esob, solche Gras und so eine Wurme, Schnitolat. Und man mischt das alles und wenn jemand ist Tameh, wenn jemand ist unrein, kommt er zum Kohen. Wie kann sein Ayid unrein? Wie wird man unrein? Was kann sein, dass man unrein wird? Ja, Ron, sag, du willst sagen. Bitteschön. Nun sprich dich aus. Ich? Ja, wann wird ein Mensch unrein? Vielleicht, wenn er mit Toten in Kontakt kommt. Sehr schön, nicht vielleicht. Du bist so bewusster Junge, bleib bei deiner Linie. Ja, wenn jemand hat angefasst, eine Leiche, eine Tote, jüdische Leiche. Wenn er hat angefasst, tot, oder er war unter einem Dach mit einem Tod, ist er unrein. Und er darf nicht einkommen in Bet HaMikdash. Er geht zum Kohen und Kohen nimmt von dieser Asche und von lebendigem Wasser, Maim Chaim, und der Kohen spritzt in sieben Tage zweimal, am dritten Tag und am siebten Mal, und der Jid wird Tahor, rein, und der Kohen wird Tameh, unrein. Wie wird jetzt der Kohen wieder rein? Muss kommen noch eine Kohen. Und er muss der zweite reinigen. Und so gibt das eine in die Quarantäne. Der muss einfach dem anderen heilen, obwohl er nimmt auf sich diesen Unreinheit. Gut. Und das, liebe Schüler, will ich euch ein bisschen erklären. Aber wenn jemand weiß schon etwas über diesen Gesetz von Rote Kuh, ich bin neugierig, ob jemand von euch hat schon etwas darüber gehört in sein Leben und er will uns darüber etwas erzählen oder berichten. Ich bin neugierig und es wird mich freuen, von euch etwas zu hören, wenn jemand hat schon gehört über diese Methode von Paraduma, von dem Rote Kuh. Bitteschön. Nun, wo ist der Nach schon? Der springt in Wasser. Einer soll reden, ob er hat darüber gehört, dann soll er was sagen. Wenn nicht, gib mir so ein Zeichen und dann einfach mache ich weiter. Okay, dann erzähle ich weiter. Und da erzählen wir Step by Step, was ist die Sache. Es gibt im Judentum, in unserer Glaube, in unserer Religion 613 Mitzvot. 613 Gebote und Verbote. 248 aktiv Gebote, to do, und 365 Verbote, passiv, nichts zu tun. Es ist leicht zu merken, genauso wie die Tage gibt es Verbote. 365. Leicht zu merken. Aber es reicht nicht zu wissen, die Teilung von Gebote und Verbote. Was ist der Inhalt von diesen 613 Mitzvot? Dann, liebe Schüler, wir lernen heute noch eine Kategorie. Diese Kategorie verteilt sich auf drei. Mishpatim, Edot und Chukim. Die ganze Tora kommt rein in drei Kategorien. Mishpatim bedeutet Jura, Logika, gesellschaftlichen Zivilienrecht, verständliche Sachen.
das ist Mishpatim, wie zum Beispiel, du sollst nicht klauen. Logik. Du sollst nicht töten. Logisch. Du sollst nicht deine Ehe brechen. Logisch. Du sollst nicht, du sollst deine Eltern aber wie immer ehren. Logik. Du sollst nicht parken dein Auto in einem behinderten Parkplatz. Nun, das ist Logik. Also es gibt Sachen, die sind Logik und die kommen in unserer Religion in die Kategorie Mishpatim. Auch wenn Gott hätte nicht gegeben die Tora, wir hätten gelernt, du sollst nicht klauen von einer Ameise. Eine Ameise klaut nichts. Und wir werden lernen Bescheidenheit von einer Katze. Eine Katze ist immer bescheiden. Und wir werden lernen, nicht fremdgehen von einer Taube. Also wir können auch von den Tieren logischen Moral Sachen lernen. Es ist verständlich? Das heißt Mishpatim. Die zweite Kategorie heißt Edot. Edot bedeutet jüdische Zeugnisse, die verbinden Hashem und Am Israel. Das ist, hat nichts zu tun mit Logik, hat nichts zu tun mit Gesetze ohne Logik, hat zu tun einfach nur traditionelle Gesetze, die heißen Zeugnisse zwischen Hashem und Yehudim und Am Israel, wie zum Beispiel Shabbat. Shabbat ist Edut, Zeugnisse. Pesach, Sukkah, Tfilin, Mezuzah, das sind alle Edot. Tzitzit, Shofar, Hashem will das, um uns mit ihm Möglichkeiten zu geben. Chanukka-Kerzen zünden, Schabbeskerzen zünden, das ist nicht Logik. Von alleine wird der Mensch nicht kommen zu so einem Gedanke am Freitagabend zu zünden Kerzen. Aber wenn es gibt Edot, wenn Hashem will uns mit ihm verbinden, dann gibt er uns verschiedene Zeugnisse, dass wir sind mit ihm verbunden. So wie eine Mädel trägt eine Kette mit dem Namen von ihren Kindern. Heute ist es geworden moderne, dass es gibt so Frauen und sie haben Kinder oder Mann oder Liebe und sie gehen mit einer Kette mit dem Namen von dem anderen. Das nennt man Edot. Edot bedeutet eine Zeugnisse, dass ich bin irgendwo gehört. Und jetzt kommt die dritte Kategorie in unserer Religion und das heißt Chukim, Chok. Gzera gazarti, chuka chakakti, en lecha reshut la'arer acharea. Gesetz habe ich geschrieben, einen Befehl habe ich befohlen, du kannst nicht darüber denken oder finden, dem Antwort warum, wieso, weshalb, wozu. Du kannst zerbrechen deinen Kopf und you never know why. Wie zum Beispiel, Paraduma, die rote Kuh. Niemand weiß den Grund, warum. Oder Schatnes. Schatnes ist, soll man nicht Gewebe vom Leinen und Wolle zusammenstricken. Oder noch eine Sache, die ihr sehr gut kennt. Milchig und fleischig. Milchig ist koscher. Fleischig ist koscher. Milchig und fleischig, Kurzschluss. In einfachen Wörtern. Pizza, kasher, Hamburger, kasher, Hamburger im Cheese, treff, geht nicht. Du kannst kaufen nur Hamburger. Oder Pizza allein ist koscher. Aber Pizza mit Salami, ihr wisst, was ist Salami? So eine Reutenwurst, eine runde Wurst, geht nicht, geht nicht. Entweder milchig oder fleischig. Zusammen geht nicht. Aber warum geht nicht zusammen, verstehe ich nicht. Wo ist die Logik? Antwort, Chok, Gesetz, Entschuva,
אין הסבר, keine Antwort. Hashem wollte es so. Man versucht, verschiedene Erklärungen zu sagen. Ja, Milchik ist noch am Leben und Fleisch muss man töten und soll man nicht töten. Tiere, das ist schöne Wörter. Das ist sehr gut, aber es antwortet noch nicht, warum wollte das unser Shem nicht erlauben zu sagen. Wolle alleine geht. Leinen alleine geht. Wolle. Ich habe eine Frage bitte dazu. Dann alle Theorien, die Menschen sagen, es nicht wahr zum Koscheressen, dann stimmen die nicht. Oder alle, sind nicht 100%. Alle Theorien, was wir hören über Koscher, stimmen überhaupt nicht. Es gibt keine logischen... Also nur weil Gott es so wollte und dann machen wir es so. Sie haben vollkommen recht. Koscher essen ist Chok. Es gibt Versuchungen zu erklären, ja, es ist eine besondere Seele, du bist, was du isst, es wird unterstützen die jüdische Gemeinde, du wirst nicht kommen zu Perverse und zum Frechheit, du wirst wachsen ein Edler und deine Neshome wird sein gut, du schmartem lenaf shoyseichem, Hashem wird dir belohnen in Olam Abba. Aber Hashem sagt, ich will, sollt ihr nicht essen, sollt ihr heilig werden. Was ist heilig werden, weiß ich nicht. Wenn man guckt im dritten Buch Mosche, warum Hashem will nicht, sollen wir essen, wie heißen diese französischen Muscheln? Hashem will nicht. Warum? Die Franzosen essen, sollen sie gesund sein. Wir dürfen nicht. Milchig und fleischig dürfen wir nicht. Es gibt keine Erklärung, warum. Es ist sehr schön, nach einem fleischigen Essen zu trinken Latte Macchiato. Warum nicht? Aber milchig und fleischig geht nicht. Es geht nicht. Warum? Das ist Chok. Chok bedeutet, Hashem wollte es so. Gut. Also wer will mir jetzt sagen, was sind die drei Kategorien von den jüdischen Gebote und Verbote? Wiederholen alle drei. Nu? Wer will sich wiederholen, alle drei Kategorien, was wir haben in unserer Mitzvot? Ori, bitteschön, tu das. Können Sie vielleicht die Frage nochmal wiederholen? Ja, ich frage, wie teilt man unsere Gebote und Verbote in drei Oberkategorien, das wir haben gelernt. Die drei Kategorien von unseren Geboten in unserer Mitzvot. Ich bin mir nicht sicher mehr, aber ich glaube, also es gibt einmal die Gebote, die sozusagen gemacht werden müssen von allen. Und dann es gibt eine Verbote, das ist die erste Teilung. Das ist sehr gut, das haben wir schon gelernt lange her. Es gibt Gebote 248 und Verbote 365. Das sind die Verbote, das wissen wir schon. Jetzt will ich einen Schritt weiter, um die Kategorie von den Geboten anders zu teilen. Dann frage ich euch, um zu sehen, ob ihr habt verstanden. Dann beginnen wir so. Dann, sag mir bitte, zu welchen Kategorie kommt Shabbos oder Sukkah oder Tfilin? Also ich kenne die drei, aber ich weiß nicht, wie die auf Hebräisch heißen. Also es gibt die das Volk mit Gott verbinden. Das ist Edot, Zeugnisse. Kmo Ed, ja. So wie Zeugnisse. Das hast du gut gesagt, sehr gut. Also, ich wollte nur wissen, Shabbat, okay. Pesach, Sukkah, wenn jemand kommt zu dir und er fragt dir, sag mal, warum ihr Juden habt ihr auf eurer Wohnung Mezuza? Was sagst du ihm heute nach diesem Shiur? Weil es dort sind und es verbindet uns mit Gott. Sehr gut, das ist ein Zeichen, dass hier wohnen Juden. Und hier, wenn jemand wird klopfen auf der Tür, er wird immer bekommen ein Sandwich.
Also wenn einer klopft in eine Wohnung mit Mezuzah, er wird immer bekommen, ein Sandwich zu essen und die Juden werden ihn nicht wegwerfen. Das ist eine Erzählung von der Baal Shem von Michelstadt. Einmal er hat gesagt, ein Goy, das ist ein jüdisches Geheimnis, Mezuzah, dass die Juden wissen, wenn man sieht so ein Ding draußen, wird man nicht sterben von Hunger. Und der Mann ist gegangen nach Mannheim und er hatte nicht was zu essen, er hat geklopft und er hat bekommen ein Sandwich. Also, wenn ein Mensch kommt zu mir zu dem Tür und er wird klopfen, auch ein Goy, egal wer, auch ein Papagei, will essen, will ich ihm geben. Also, wir sind Juden, wir haben Rachmones. Gut. Sag mir bitte, Jonathan, zu welchen Kategorie kommt milchig und fleischig oder rote Kuh oder Schatnes? Wie war das? Hä? Ich verstehe die Frage jetzt nicht ganz. Die Frage ist, zu welchen Kategorie gehören die Gebote, wie zum Beispiel nicht milchig und fleischig essen zusammen oder rote Kuh? Zu welcher Kategorie? Ich würde sagen koscher. Koscher stimmt, aber koscher gehört zu welcher Kategorie? Stimmt, zum Koscher. Aber zu welcher Kategorie gehört koscher? Ja, Daniel. Ich würde sagen Gesetz, weil es so ist und weil Gott es so wollte. Sehr gut, Chukim, zum Chukim. Sehr schön. Hat jemand von euch, liebe Schüler, ein Interesse, später Jurist zu werden? Lernen Jura oder Mishpatim? Nein, noch nicht. Okay, dann warum soll man ehren Vater und Mutter? Zu welcher Kategorie kommt das? Sag bitte, Kina. Hört man mich? Ja, ich höre dich jedes Wort. Okay, also ich glaube, dass man die Eltern ehren soll, gehört zu den Gesetzen, also Geboten, weil das wurde gegeben, als wir die 10 Gebote bekommen haben. Sehr schön, aber da bist du in die erste Kategorie. Ich will jetzt lernen heute über die zweite Kategorie. Ehre Vater und Mutter, wo gehört das? Zu Chukim, zu Gesetze, zu Zeugnisse oder zu Mishpatim, logische? Wo gehört das? Ehre Vater und Mutter. Ich weiß es nicht. Du weißt es, überleg noch eine Minute. Du bist genug intelligent zu denken, wo gehört das? Also, was gibt alles, wo kann es rein? Es gibt drei Gesetze, weil so will Hashem, Chok. Es gibt Zeugnisse, Kontakt zwischen Hashem und Juden. Oder Mishpatim, Logik, it makes sense. Es ist logisch, dass man die Eltern sehr gut, ehrt. Sehr gut, Tempo, Tempo. Also, das gehört zu Mishpatim. Ja, Tamar, du wolltest was sagen, bitteschön. Nee, ich wollte dasselbe sagen. Du wolltest dasselbe. Also, sagen. Gut, nachdem haben wir gelernt, die alle, zum Beispiel, soll man nicht machen Feuer im Park, im Wald, wo es nicht erlaubt, von Land, von Regierung Frankfurt oder Deutschland, das ist Chukim, Edot oder Mishpatim. Oder wenn ich fahre mit dem Auto und es steht geschrieben 130, zu welchen Kategorie gehört das? Bitte schön, Ori. Zu den logischen. Logischen, sehr gut. Sag mir bitte, warum haben Sie sich entschieden zu fahren 130? Von wo kommt so ein Gedanke? Warum gerade 130? Wir sagen doch bis 120. Oder gerade in Deutschland, jetzt gibt es eine neue Debatte, ob soll man schließen die Erlaubnis, Geschwindigkeit, gibt so Autobahns, wo kann man fahren, wie viel man will. Und sie wollen jetzt alles reduzieren auf 130. Steckt dahinter Logik oder das ist Gesetze? Was denkst du? Ich glaube, es ist nur logisch gemeint, weil wenn man zu schnell fährt, könnten halt Unfälle und so passieren. Ich glaube, man will das. Du sagst sehr gut, I'm proud of you, super. Also es gibt Leute, die überlegen, wie viele Unfälle war, Statistiken, Analyse, wie ist die Geschwindigkeit und so treffen sie Entscheidungen. Gut, liebe Schüler, nachdem haben wir die Sache erklärt, beginnen wir die Sache zu erklären in unsere Wörter. Das jüdische Volk hat leider, nachdem Moshe Rabbeinu ist gekommen von Berg Sinai, getanzt und gejubelt
zum Cheta Egel, zu dem goldenen Kalb. Sagt Rashi, wenn ein Kind hat gemacht sein Kot auf dem Teppich, wer muss das sauber machen? Meistens die Mama. Also wenn ein Baby kommt zu jemand nach Hause und er war ohne Pamper und er hat nicht geschafft zu kommen in Toilette und er hat gemacht seine Größen auf dem Teppich, was macht die Mama? Die Mama rennt sofort in Toilette, bringt ein feuchtes Tuch und macht sauber das, was ihre Kind hat gemacht. Stimmt? Auch Menschen, die besitzen Hunde, sie gehen mit den Hunden auf die Straße und wenn der Hund hat gemacht sein Geschäft auf dem Boden, muss der Besitzer, nicht ich, muss der Besitzer gehen mit den Handschuhen und nehmen dem Stickelergebnis und entsorgen. Stimmt? Sagt Rashi, Aaron Kohen, der Oberpriester, hat erlaubt, die Juden die goldene Kalb zu machen. Da haben sie was Schlimmes und Unangenehmes gemacht. Muss kommen die Mama, die Para, die Kuh, die rote Kuh ist die Mutter von dem goldenen Kalb. Kalb ist ein Kuh bis 2 Jahre. Nach 2 Jahren wird das schon genannt Para, als Kuh. Wenn es ist ein Kalb, es ist bis 2 Jahre. Muss kommen die Para und man macht die größte Sachen und die kleinste Sachen. Die große Sache ist die Kuh, die kleinste Sache ist die Wurm. Die Zerdebaum ist die größte, die Esop ist die kleinste. Und was machen wir? Verbrennt es, so sagt Rashi. Und so wie bei die goldene Kalb, sie mussten es zum Schluss verbrennen, soll gar nicht bleiben. Genau so müssen wir alle Juden wieder behalten. Und deshalb hat man das geteilt, die Asche von rote Kuh, auf 3 Teile. Wer kann sich noch erinnern, welche 3 Teile? Wer kann sich erinnern, in welche 3 Teile hat man die rote Kuh? Ja, Michaela, bitte. Einmal im Tempel, einmal ins Lager von den Kohanim und einmal weiß man nicht, wo er das hingelegt hat. Sehr schön. Wahrscheinlich bei dem Kohen Gadol, bei der Oberpriester, irgendwo versteckt. Ich habe gelesen, dass im 15. Jahrhundert hat man in Israel in einer Stadt, Kfar Achbara, noch gefunden, einen Krug mit Asche von dem Rote Kuh, von die Para Aduma. Gut. Also da haben wir schon eine Erklärung, vielleicht, dass Rashi versucht zu sagen, dass, obwohl es gibt keine Erklärung, und es gibt in Amerika, auch in Texas, eine Rasse von Rinde, die heißen Red Angus. Habe ich heute darüber gegoogelt. Red Angus, das ist so eine braune Kuh. Und sie darf gesund sein. Man darf auf dem rote Kuh keine Joch legen und es darf kein Ochs sie paaren. Also sie muss bleiben ohne Joch. Und wenn diese Kuh, also einfach bleiben also essen und man muss sie schützen, soll sie gesund wachsen. Und nach 2 Jahren nimmt man sie in Bet HaMikdash und man geht zum Tempel. Man geht zum Tempel und jetzt erzähle ich euch, was ist passiert. Es war einmal eine rote Kuh. Guck mal, es war einmal eine rote Kuh und diese rote Kuh war stur. Sie wollte nicht gehen, sie wollte nicht bewegen. Wie bewegt man Tiere? Es gibt 3 Methoden, Tiere zu bewegen. Wer weiß, wie kann man Tiere bewegen? Ein Esel, ein Ochs, wie kann man sie bewegen?
Die sind stur, die wollen nicht bewegen. Was macht man? Ja, bitte, Sarah? Vielleicht irgendwie locken mit Futter oder sowas? Also versuchen mit Futter zu locken, okay, aber sagen wir es schon satt. Das ist eine Methode. Nun, noch eine Methode. Zu peitschen, also zu nehmen, ob es ein Stock oder ein Stab oder so wie man macht, ein Pferd oder ein Esel, Dio oder bei die Zähne so. Oder gibt noch eine dritte und die beste Methode, und das ist, machen nach die andere. Der Mensch ist ein Affe. Er ist ein Stallperson. Das, was machen alle, macht er auch. Er macht alles mit. Und wenn man bringt, andere Tiere soll gehen vor die rote Kuh, dann geht sie bestimmt auch danach. Aber dann ist gekommen der große Tag und man wollte nehmen die rote Kuh zum Olivenberg. Aber die Kuh war stur. Sie wollte nicht gehen. Man konnte eine andere Kuh vorher legen, eine schwarze und eine weiße. Und dann, wenn die rote Kuh sieht, dass die andere Kuh geht weiter, geht sie nach. Aber hat man das nicht gemacht? Warum hat man das nicht gemacht? Erinnert ihr, wir haben gelernt vor 2 Wochen die Idee von Marit ein. Wenn die Leute sehen, dann ist etwas nicht ganz koscher. Was werden die Leute sagen, wenn sie sehen, dass man nimmt eine schwarze Kuh oder eine weiße Kuh vor dem roten Kuh? Was werden sie sagen? Wie kommt das rüber? Daniel? Weiß nicht. Sie werden denken, dass sie machen nicht die Mitzwa richtig. Dass sie nehmen eine schwarze Kuh oder eine weiße und nicht die rote. Und deshalb muss man die rote nehmen alleine. Soll die Leute nicht reden. Ich habe euch gesagt, im Judentum, es ist sehr wichtig, was man sagt und was man redet. Und soll die Leute nicht denken, die schleppen eine rote Kuh stamm. Okay. Jetzt, wer will mir sagen, wie viel rote Kuh war das schon bis heute? Insgesamt. Bis heute war es 9 rote Kuh. Die erste von Moshe und der Rest, alle 8, im zweiten Bet HaMikdash. Von Ezra und Yohanan Kohen Gadol und Rabbi Shmuel Kohen Gadol und Elionai Ben Akov und Hanamel HaMitzri. Gibt eine ganze Liste, wer hat so die rote Kuh gebracht. Aber ich will euch erzählen jetzt eine Geschichte, die als Kind habe ich sehr gemocht. Einmal ist man gekommen zu einem Goy von Ashkelon, der ist Dama Benetina, und man wollte bei ihm kaufen einen Stein. Verstamm Binyamin, Yashfe, ein teurer Stein. Und er wollte nicht seinen Papa aufwecken, weil er schläft. Und die Weisen waren bereit, alles zu bezahlen, damit soll er verkaufen. Sagt er, nein, für gar kein Geld werde ich nicht meinen Papa vom Schlafen aufwecken. Und Hashem hat ihm gemacht eine Ness, eine Wunder, und bei ihm im Stall ist geboren ein rote Kuh als Belohnung. Also, ich wiederhole schnell das, was wir haben gelernt bis jetzt. In unserem Glaube gibt es 613 Mitzvot, 248 Gebote, 365 Verbote. Die alle 613 sind geteilt auf 3 Kategorien. Mishpatim, logische Sachen. Du sollst nicht begehren deinen Nächsten, logisch. Du sollst nicht lügen, logisch. Warum soll man lügen? Du sollst nicht fluchen, du sollst nicht schlagen. Du, klar, also wir sind nicht im Dschungel. Jeder Mensch versteht das. Das ist Mishpatim, das ist normali, Ben Adam normali. Es gibt auch Edut. Edut ist alle jüdische religiöse Sachen, Shabbat, Shofar, Matzah,
Maror, Arbakosor, das ist alles, gehört zum Edut. Shabbat, Bar Mitzvah, das alles, die jüdische Religion kommt in diese Kategorie Edut. Und es gibt im Judentum sehr viele Chukim. Chukim sind unklare Regeln, warum. Wie zum Beispiel milchig und fleischig, Para, Duma, Beschneidung, Brit Mila. Nimmt man ein kleines Baby mit 8 Tagen und man schneidet ihm und man blutet ihm. Logisch ist das nicht. Zeugnis ist das auch nicht, also darf man sich nicht verletzen. Ein Mensch darf sich nicht mal kritzen, dem Körper, und keine Tätowierung und keine, geht nicht, das ist ein Chok. Warum soll man nicht tätowieren? Chok. Hashem sagt, ich habe dir deinen Körper gegeben. Schluss, Shabbat Shalom, du darfst deinen Körper, so wie hast du geliehen Auto von Rentacar, musst du dem Auto bringen zurück, ohne kritzen. Stell mal vor, einer nimmt von Mietwagen ein Auto und er schreibt auf dem Auto so eine Graffiti. Am Schugener. Also du kannst nicht schreiben auf deinen Körper Nummer oder irgendeine Schlange oder irgendeine Götzendienerei oder einen Namen von einem Mädel oder einem Junge. Meistens tun das Leute, die haben schwachen Selbstbewusst und sie wollen zeigen, dass sie haben Recht auf ihre Körper zu tun, was sie wollen. Aber im Judentum gibt es einen Chok, keine Tätowierung, keine Schatnes, keine milchig und fleischig. Chukim, Hashem will so, Brit Mila, Hashem will so. Warum? Wissen wir nicht. Man kann das nicht erklären, warum? Weil wenn man das erklärt, es wird kommen immer eine andere Erklärung. Man kann nicht sagen, Beschneidung machen ist gesund. Man kann nicht sagen, Beschneidung machen, nein, hat damit nichts zu tun. Gott ist keine Ratgeber von Apotheke. Verstanden? Gut, in 5 Minuten sehen wir uns weiter.